Hallo zusammen. Sind wir mal ehrlich, habt ihr schon mal davon geträumt, erfolgreich und reich zu werden? Okay, ihr müsst jetzt nichts sagen. Natürlich wissen wir alle, dass jeder davon träumt. Unter uns gibt es keine Menschen, für die Erfolg unwichtig ist. Und wisst ihr was? Ihr habt das richtige Video angeklickt. Schaut es euch gut an, weil wir jetzt Geheimnisse lüften und euch erzählen werden, was man tun muss, um ein erfolgreicher und reicher Mensch zu sein. Lasst uns loslegen. Richtige Zeiteinteilung. Arbeitet nicht mehr als 5 Tage pro Woche. Es scheint, dass der einfachste und naheliegendste Weg, mehr zu verdienen, auch mehr zu arbeiten ist. Aber es ist eine Lüge. In 5 Arbeitstagen mit ein paar Ruhetagen hat man mehr Zeit als während den Wochen, an denen man so viel wie möglich erreichen will und sich die meiste Zeit dabei ausruht. Überlegt euch, wie man Geld nicht für Zeit, sondern für das Endergebnis bekommt. Dieser Ansatz ermutigt euch, effizienter und produktiver zu arbeiten, damit der Erfolg nicht lange auf sich warten lässt. Richtige Prioritätensetzung. Zählt keine Kalorien, macht keine Diät, versucht nicht abzunehmen oder den Bizeps aufzupumpen. Damit verschwendet man kostbare Zeit, die für den Erfolg verwendet werden kann. Wenn ihr reich seid, könnt ihr innerhalb von 3 bis 6 Monaten mit Hilfe von Schönheitschirurgen, einem Personal Trainer und teuren Medikamenten eure Gesundheit und das Aussehen verbessern. Wenn ihr euch gleichzeitig auf mehrere Sachen konzentriert, müsst ihr mehr Zeit für den Erfolg verschwenden. Dabei ist noch nicht einmal sicher, dass dieser überhaupt erreicht werden kann. Schließlich sitzt ihr da und habt gar nichts, wovon ihr geträumt habt. Oder ihr sitzt im Fitnessstudio, aber ohne Geld, weil ihr nach den Workouts 10 Stunden am Tag schlafen wollt. Richtige Ressourcenverteilung. Glück liebt Geduldige. Kennt ihr diesen Ausdruck? Versucht also nicht alles auf einmal zu bekommen. Wenn ihr zufällig mehr Geld in die Hände kriegt, lasst es arbeiten und Gewinn bringen, anstatt es für einen Restaurantbesuch auszugeben. Investiert einen bestimmten Betrag in Aktien bzw. Immobilien. Informiert euch über Investmentfonds, Sparbriefe und andere derartige Begriffe. Zuerst arbeitet ihr für Geld und dann arbeitet das Geld für euch, oder? Nicht an sinnlose Sachen denken. Erfolgreiche Menschen sind vor allem kluge Menschen, aber dennoch kann das gesamte Wissen nicht einfach durch das Lesen einiger Bücher erlangt werden. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, aber wie kommt man dann ans Wissen? Die Antwort ist ganz einfach. Beginnt einfach damit. Natürlich muss man, bevor man etwas beginnt, alles ordentlich untersuchen, aber parallel dazu sollte man bereits etwas tun. Bücher sind nur eine Informationsquelle, sie werden euch aber keine praktische Erfahrung geben. Ihr könnt Podcasts oder Hörbücher unterwegs oder in den Arbeitspausen hören. Das ist viel effektiver, als darauf zu warten, dass ihr eine vollständige Wissensbasis aufbaut. Verpasst die Chance nicht. Aus Online-Diskussionen erfährt man manchmal viel mehr als aus Büchern. Eigene Vorteile nutzen. Jede Person ist individuell. Sie hat ihre einzigartigen Talente, Kenntnisse und Fähigkeiten. Wenn man die Geschichte des erfolgreichen Menschen untersucht, stellt man fest, dass sie eine Sache gemeinsam haben. Sie haben das getan, worin sie talentiert waren. Wenn ihr also eine einzigartige Fähigkeit habt, versucht davon zu profitieren. Angenommen, ihr seid ein erfahrener Programmierer. Öffnet euer eigenes Studio, fokussiert eure Bemühungen in diese Richtung. So bringt die Arbeit nicht nur Ergebnisse, sondern auch Freude. Einen Mentor finden. Tipps im Internet sind bestimmt toll, sie werden euch einige Vorteile bringen. Am besten ist es aber, die Informationen sozusagen aus erster Hand zu holen. Überlegt genau, ob ihr eine erfolgreiche Person kennt, die in eurer Branche tätig ist. Nein? Dann ist es höchste Zeit, so eine Person kennenzulernen. Findet seine bzw. ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und zögert nicht, ihn oder sie zu kontaktieren. Eine Person, die bereits Erfolg hat, wird euch Ratschläge geben, den niemand sonst kennt. Wer weiß, vielleicht werdet ihr in dieser Person einen Mentor finden, der euch unterstützt. Aufhören zu träumen. Luftschlösser zu bauen ist ein Luxus, den sich erfolgreiche Menschen nicht erlauben. Überlegt doch selbst, wenn man nur da sitzt und die Zeit damit verbringt zu träumen, wer arbeitet dann? Richtig, jemand anderer und er wird schließlich erfolgreicher sein und der Träumer geht leer aus. Ihr wollt bestimmt nicht zu jenen gehören, die immer nur träumen. Denkt lieber darüber nach, was ihr in naher Zukunft erreichen könnt. Noch besser, erstellt einen Plan für Tage, Wochen und Monate voraus. Haltet diesen Plan ein und voilà, der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Lernen, sich anzupassen. Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und das kann man nicht einfach so ignorieren. Erfolgreiche Menschen, egal was sie tun, lernen sich an Situationen anzupassen, ohne die man in der harten Geschäftswelt nicht weit kommt. Angenommen, ihr entwickelt einen Geschäftsvorschlag, habt euch bereits ein Ziel gesetzt, die Arbeitsschritte festgelegt und dann stellt sich plötzlich heraus, dass jemand anderer genau das gleiche Angebot hat. Werdet ihr eurem Plan folgen? Wenn ja, kann man den Erfolg möglicherweise adieu sagen. Menschen, die ihre Ziele erreichen, haben keine Angst, sich an ändernde Situationen anzupassen. Sie tun es geschickt und verbringen keine zusätzliche Zeit mit Zweifeln. Seine Bedürfnisse befriedigen.
Jede Geschäftsidee, die einen riesigen Gewinn brachte, begann mit etwas, und zwar mit einem Bedürfnis. Erfolgreiche Menschen unterscheiden sich von gewöhnlichen Menschen darin, dass sie sich bemühen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und damit Geld zu verdienen. Wenn etwas in eurem Leben fehlt und ihr empört seid, dass noch niemand dieses Etwas erfunden hat, dann erfindet es doch selbst und verkauft dann diese umgesetzte Idee, denn auch andere Menschen haben Bedürfnisse. So Freunde, wir wissen, es ist ziemlich schwer, das alles wirklich umzusetzen, aber keine Sorge, ihr könnt die Idee, eine erfolgreiche Person zu sein, auch aufgeben. Ihr könnt Fernsehen, bis zum Mittagessen schlafen und Spiele spielen. Das alles ist doch viel einfacher und angenehmer, als hart für eine glückliche, aber immer noch ungewisse Zukunft zu arbeiten. Dabei müsst ihr euch aber Folgendes bewusst sein: Ihr habt die Wahl, was ihr macht, und diese Entscheidung wird sich direkt auf euer zukünftiges Leben auswirken.